Hallo und herzlich willkommen im Bücherregal. Ich habe jetzt gerade mal aus aktuellem Anlass, und deswegen beeile ich mich auch ein bisschen, damit das noch aktuell hochgeladen werden kann, das Video, ein bisschen Eskalationsstufen entwickelt zum Thema Sturm im Wald, weil haben wir ja gerade überall, fast überall. Bei mir geht es noch einigermaßen gut. NRW ist wohl heftig betroffen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die Pfalz kriegt wohl auch ein wenig mehr ab. Und ich bin nicht ganz auf dem Laufenden. Ich habe nur gesehen, oh Gott, das wird jetzt wieder schlimm. Mach mal lieber gleich ein Video, bevor irgendjemand in den Wald rennt und ich mich dann mit Schuld fühle, weil ich nicht gesagt habe, rennt nicht in den Wald. Also, zentrale Message, ab nennenswerten Windgeschwindigkeiten sollte man nicht mehr in den Wald gehen, dann wird es gefährlich. Wer es trotzdem tut, kann das natürlich dann trotzdem machen. Das ist mir dann wurscht, aber dann habe ich es euch wenigstens gesagt. Ne? Ist dann euer persönliches Pech, wenn ihr dann halt tot unterm Baum liegt. Das Gute ist, ihr seid dann auch ein prima Dünger für den Wald. So, man muss immer die positive Seite hervorheben. Nämlich jetzt Eskalationsstufen, die gehen von 0 bis 5 und sind durch die ungefähre Windgeschwindigkeit definiert. Bitte das ungefähr als groß geschrieben und leuchtend vom inneren Auge erscheinen lassen. Ist der Boden nass, dann liegen diese Stufen noch deutlich drunter. Wenn ich jetzt also sage, ab 100 km/h und der Boden ist super nass, dann heißt das ab 80, ab 70 km/h. Wichtig. Wichtig, ganz wichtig. Ich gehe hier jetzt in diesen Stufen also von relativ trockenem Boden und ansonsten relativ normalen durchschnittlichen Bedingungen aus. Außerdem ist nochmal anzumerken, dass auch schon bei relativ geringen Windgeschwindigkeiten kranke Bäume und angeschlagene Bäume oder angesägte Bäume, auch sowas soll es schon mal gegeben haben, natürlich viel früher umstürzen, als das dann zu erwarten wäre. Also alle Angaben sind ganz, 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 ganz mit großer Vorsicht zu genießen. Ja, und deswegen habe ich das jetzt, glaube ich, auch, ist das jetzt hoffentlich eben klar. Und damit können wir dann loslegen. Stufe 0 ist windstill. Keine besonderen Vorgehensweisen, kein besonders hohes Risiko. Auch Oma mit Kinderwagen kann da in den Wald ohne großartig nennenswerten Gefahren ausgesetzt zu sein. So, Stufe 1, da haben wir jetzt schon ein bisschen Wind. Und zwar bis zu, also 1 bis 40 bis 50, so um den Dreh. Irgendwo in diesem Bereich, wenn wir uns da vom Wind befinden, haben wir natürlich je mehr, desto mehr logischerweise ein gewisses erhöhtes Risiko, dass Äste von den Bäumen stürzen. Da muss man jetzt sagen, per se ist das erstmal noch nicht so dramatisch, solange es keine großen Äste sind. Und bei diesen Geschwindigkeiten vom Wind ist die Chance, dass es so richtig riesige Äste abreißt, auch noch relativ niedrig. Man kriegt trotzdem einen gewissen Schreck fürs Leben, wenn man plötzlich aus dem Nix von einem Ast getroffen wird. Ich kann da ein Liedchen von singen. Es waren bei mir immer nur Zweige. Tat überhaupt nicht weh, aber man denkt schon trotzdem über sein Leben nach. Wäre es jetzt nicht ein Zweig, sondern ein Ast gewesen, dann tut es sehr wohl weh. Und wenn das ein großer Ast ist, der aus 30 Metern runterfällt, dann ist das durchaus mit schweren Verletzungen einhergehend. Außer man hat einen Hut auf, dann nicht. Letzteres war ein Witz, falls das jetzt irgendjemand ernst nimmt. Gut, also das Risiko steigt. Wer das persönliche Bedürfnis hat, jetzt schon zu Hause zu bleiben, der kann das selbstverständlich gerne tun. Das ist dann auch kein Feigling, sondern einfach ein vorsichtiger Mensch. Vorsichtige Leute leben länger im Regelfall, also ist das durchaus eine nachvollziehbare Verhaltensweise. Alle anderen können trotzdem noch in den Wald gehen, weil es sind, wie gesagt, eher Zweige, die runterfallen. Dass das wirklich ein Ast ist, das ist so unwahrscheinlich, dass meiner Meinung nach dieses Risiko durchaus noch in Kauf genommen werden kann. Kommen wir dann zu Stufe 2. Da schaut es jetzt etwas anders aus. Hier möchte ich jetzt schon von leichter Fahrlässigkeit sprechen, wenn man da jetzt noch in den Wald geht. Wir haben Windgeschwindigkeiten zwischen 40 und 70 km/h. Bisschen weniger, wenn der Boden nass ist. Weil, das spielt hier jetzt schon eine Rolle, weil hier kann es schon zu ersten umstürzenden Bäumen kommen. Und da muss man jetzt ganz klar und ganz ehrlich sagen, landet man unter einem umstürzenden Baum und dieser Baum hat eine gewisse Dicke, ist jetzt nicht wirklich irgendwas ganz, ganz dünnes, junges, dann ist man mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit tot. Also die Chance, dass man das nicht überlebt, ist eher gering. Wenn man es überlebt, dann überlebt man es garantiert nur mit schweren Verkrüppelungen. Sprich irgendwelche Gliedmaßen, die fehlen oder halt im Rollstuhl oder sonstige nicht so spaßige Sachen. Deswegen wäre das definitiv wichtig, sich das klarzumachen, trifft dich ein umstürzender Baum, auch die Krone.
aber die Krone besteht doch aus dünnen Ästchen. Nein, vergiss es, der ist so eine Wucht dahinter, nee, das ist wurscht. Außerdem, so eine Krone kann durchaus mal ein bisschen breiter sein, als die da oben aussieht, wenn man da mal hochguckt. Das muss wirklich nicht der Stamm sein, der einen da erschlägt, sondern da reicht auch schon ein Seitenast der Krone eben entsprechend aus. Das muss einem wirklich klar sein. Also wenn ein Baum umfällt in der unmittelbaren Nähe, dann besteht da wirklich akute Lebensgefahr. Dass jetzt bei Stufe 2 allerdings ein Baum umfällt, ist sehr gering, das Risiko. Da befinden wir uns nur wirklich in der Größenordnung ein Baum pro 100 Hektar. Irgendwie sowas um den Dreh. Also die Chance, dass man ausgerechnet da drunter steht, die liegt wirklich im sehr kleinen Bereich. Wenn man das rein mathematisch ausdrücken wollte, habe ich nicht ausgerechnet, aber ist fast schon zu vernachlässigen. Allerdings ist das Risiko, dass jetzt Äste runterfallen, und zwar Äste, nicht Zweige, deutlich erhöht. Und hier sollte jeder vernünftige Mensch eigentlich schon zu Hause bleiben. Ich bin nicht vernünftig, ich gehe bei sowas noch in den Wald. So, und wenn ihr auch nicht vernünftig seid und bei sowas noch in den Wald geht, was keine gute Idee ist, ich kann das echt nicht empfehlen. Ich verhalte mich diesbezüglich falsch. Das ist objektiv keine gute Idee. Dann solltet ihr wenigstens beachten, dass ihr, wenn ihr dann schon immer noch im Wald rumlatscht, nicht im Nadelwald rumlatscht, weil das wäre wirklich noch deutlich gefährlicher. Nadelbäume sind Totasterhalter, das heißt, es hängen einfach viel mehr tote Äste, die gerne mal abbrechen können, an den Bäumen dran, wenn es Nadelbäume sind. Und zweitens haben die einen viel höheren Windwiderstandsfaktor, weil wir befinden uns im Winter. Und die haben Nadeln und da kann der Wind an jeder Nadel zerren und da sind einfach ganz andere Kräfte am Werk. Das ist allein der Hauptgrund, weshalb Nadelbäume bei größeren Stürmen dann viel mehr geworfen werden als Laubbäume. Einfach weil Nadeln dranhängen und die Laubbäume sind kahl. Da kann der Wind einfach durchpfeifen durch den Laubwald. Zweiter Faktor, beziehungsweise zweiter Wald, in den ich nicht gehen würde, wären alte Naturschutzbestände, wo der Wald langsam vor sich hin verrotten soll, um zum Urwald von morgen zu werden, was per se eine ganz löbliche Sache ist, aber was natürlich auch dazu führt, wir haben da morsches Holz. Morsches Holz bricht schneller, das heißt, es kommt schneller was runter und es sind gleichzeitig noch alte Bäume. Soll heißen, das, was runterkommt, ist groß und tödlich. Stufe 3. Jetzt haben wir es definitiv schon mit Fahrlässigkeit, ob es jetzt krasse ist oder nicht, das muss jeder selber wissen, aber mit Fahrlässigkeit haben wir es jetzt definitiv zu tun. Wenn man jetzt noch im Wald rumspringt, Windgeschwindigkeiten von 70 bis 100 km/h, das ist jetzt echt keine gute Idee mehr. Ab jetzt bleibe auch ich zu Hause, spätestens ab jetzt. Wir haben ein sehr hohes Astwurfrisiko. Man sollte eigentlich fast schon davon ausgehen, dass man mindestens von ein paar Zweigen getroffen wird, wenn man dann noch im Wald rumlatscht. Es kann aber halt auch was Größeres dabei sein und dann halt schon die erste Verletzung auftreten. Und wir haben jetzt auch schon durchaus häufiger umstürzende Einzelbäume. Also da kann man jetzt schon von 2-3 Bäumchen pro Hektar ausgehen. Oder rechnen wir es auf die 100 Hektar, dann ist es vielleicht ein bisschen überschaubarer. Das sind dann bestimmt schon 10, 15, 20, 30 durchschnittlich. In einem Mischwald sozusagen. In einem reinen Nadelwald mögen das durchaus noch mal ein paar mehr sein. Es kommt immer so ein bisschen auf die jeweilige Situation an. Allerdings befinden wir uns jetzt rein statistisch, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, welche Fläche Wald wird statistisch von umstürzenden Bäumen getroffen. Und wir gehen mal davon aus, dass wir eine Wahrscheinlichkeit haben, mit unserer Körpergröße jetzt irgendwo zufällig in diesem Wald gerade zu stehen. Dann haben wir die Chance zu sterben von ca. 1-3%. Ganz, ganz grob. Das ist, finde ich, schon eine Hausnummer, ne? Also wenn man da entsprechend würfeln geht, gut, du hast 99% Chance, dass du da heil wieder rauskommst, aber du hast auch tatsächlich 1% und das ist gar nicht mal so wenig Chance, da nicht wieder heil rauszukommen. Bis zu 3% sogar, wenn wir uns jetzt zum Beispiel in einem Nadelwald befinden würden. Und diese Zahlen bitte auch wieder mit ganz, ganz großer Vorsicht genießen. Und ob das wirklich so ist, ist nochmal eine andere Frage. Es gibt dafür keine wirklichen statistischen Werte, weil man kann das nicht ausrechnen. Und ab so einer Sturmstufe geht auch kaum mehr jemand in den Wald. Deswegen werdet ihr wenig Berichte in den Medien finden, wo mal jemand bei so einem Sturm vom Baum erschlagen wurde. Wenn man also jetzt davon ausgeht, dass in den letzten 30 Jahren das zweimal vorgekommen ist
und rechnet das dann auf die Gesamtbevölkerung von Deutschland um, dann sind wir bei einem winzig kleinen Risiko. Aber das ist halt eben nicht ein Risiko, das man auf die gesamte Bevölkerung rechnen kann, sondern nur auf die Leute, die auch tatsächlich im Wald stehen in diesem Moment. Und wenn man das macht, dann kommt man eben ganz, ganz grob auf diese 1-3%. Also mir ist das persönlich zu hoch. Ein einprozentiges Risiko zu sterben, nur weil ich mal eben im Wald rumstapfen muss, obwohl ich das eigentlich gar nicht muss. Einfach mache, weil ich sensationsgierig bin vielleicht. Das halte ich für keine gute Idee. So, wer jetzt aus irgendwelchen Gründen trotzdem im Wald ist, vielleicht wird man ja auch vom Sturm überrascht. Das ist jetzt die andere Möglichkeit, ne? Dass man also quasi fast nichts dafür kann. Man hätte den Wetterbericht vorher angucken können. Aber nehmen wir jetzt mal an, man könnte wirklich nichts dafür und man ist jetzt trotzdem im Wald, weil man gerade da saß und dann kam jetzt dieser Sturm auf und man hat es nicht mitbekommen. Gut, jetzt ist der Sturm da. Was machen wir jetzt? Wir müssen unbedingt aus dem Nadelwald raus, weil das wird viel zu gefährlich, auch wegen den herabstürzenden Ästen. Am besten rennen wir auf irgendeine Lichtung, wenn wir eine zur Verfügung haben. Wenn wir uns nicht allzu weit weg vom Waldrand befinden, rennen wir raus aus dem Wald und nach Hause oder halt wohin auch immer, aber zumindest den Wald verlassen. Geht das nicht, dann sollte man auf jeden Fall entweder eine große Lichtung aufsuchen, und das kommt nachher gleich nochmal, aber große Lichtung heißt so groß, dass die Lichtung vom Durchmesser her größer ist als eine Baumlänge der umstehenden Bäume in alle Richtungen. Soll heißen, nehmen wir an, die äußerste Reihe Bäume am Rand der Lichtung würden alle gleichzeitig in die Lichtungsmitte umfallen. Dann muss in der Mitte mindestens noch ein, keine Ahnung, 3 Meter breiter Kreis übrig bleiben, also 3 Meter Durchmesserkreis übrig bleiben, in dem wir dann stehen bzw. sitzen, damit wir halt gar nicht vom Baum getroffen werden. Wichtig ist nämlich, in der Lichtung bzw. am Rand einer Lichtung kommt es zu Luftverwirbelungen, weil der Wind dann an den Randbäumen besonders viel zerrt, da dann plötzlich auch eine Unebenheit in der sonst ebenen Kronenstruktur des Waldes ist und dann kommt hier eine Lichtung und da ist plötzlich alles anders und der Wind pfeift da quasi rein und dann gibt es da so Wirbel. Und diese Wirbel zerren dann besonders an den Bäumen, das ist nicht so einfach zu erklären. Jedenfalls die Chance, dass Randbäume von Lichtungen umgeworfen werden, wenn dann halt eben ein Sturm kommt, ist nochmal viel höher als bei so ziemlich jedem anderen Baum. Man sollte also wirklich tunlichst darauf achten, dass die Lichtung groß genug sein muss, dass in der Mitte eben ein 3-Meter-Kreis von nicht erreichbarer Fläche übrig bleibt, in der man dann auch steht oder sitzt. Wenn das nicht möglich ist, wenn es nur eine kleine Lichtung ist, dann bloß nicht auf die Lichtung. Da ist die Chance, dass man vom Baum erschlagen wird, noch höher als fast überall sonst. Auch eine gute Idee, wenn keine Lichtung da ist, ist ein Jungbestand. Wildschweintechnisch nicht in die Dickung gehen. Wenn Sturm, schon in die Dickung gehen. Weil, wenn so ein junger Baum umkippt, der ein paar Meter hoch ist, 2, 3, 4, 5, 6, bis zu 10 von mir aus, das ist nicht so dramatisch. Da kann man sich das Bein brechen, schlimmstenfalls, wenn es ein 10-Meter-Baum ist, der einen dumm erwischt. Aber das ist immer noch ein relativ überschaubares Risiko. Und wenn es noch dünnere Bäumchen und noch niedrigere Bäumchen sind, dann passiert irgendwann halt gar nichts mehr. Außerdem die Chance, dass so ein dünnes, flexibles Bäumchen, das auch nicht weit in den Wind hochragt, umfällt, ist sehr, 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 sehr gering. Die stürzen eigentlich so ziemlich als letztes um. Wichtig ist aber auch hier wieder zu beachten, wenn ihr in so einen Jungbestand oder eine Dickung reinrennt, da dürfen keine Überhälter drüber sein. Was ist ein Überhälter? Das ist also quasi ein alter Baum, der da in der Mitte noch drin steht. Aus irgendwelchen Gründen hat man den stehen lassen oder der hat den Sturm überlebt und hier steht noch dieser eine Baum. Dass der nun umfällt, weil er die volle Windbreitseite abbekommt, die Chance ist wieder sehr, 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 sehr hoch. Soll heißen, innerhalb dieser Dickung, nicht in der Nähe, eine Baumlänge Abstand von diesem einen Baum, der da dann halt noch steht, aufhalten. Wenn es mehrere sind, dann halt eben auf die mehreren gesehen. Dass man immer außerhalb der Reichweite der hohen Bäume, die da noch da sind, sich entsprechend aufhält. Und damit sind wir schon bei Stufe 4. Und jetzt wird es nämlich richtig dramatisch. Ich würde sagen, lebensgefährlich. Hier ist es jetzt wirklich brenzlig, wenn man jetzt im Wald ist. Wenn du aus Versehen draußen bist, herzliches Beileid. Jetzt muss man wirklich vorsichtig sein. Runterfallende Äste ist schon gar kein Thema mehr. Die kommen quasi jetzt reihenweise überall. Ne? Dass man da nicht getroffen wird, die Chance besteht wahrscheinlich bei 1% oder was. Also von irgendwas wird man mit Sicherheit getroffen.
Was jetzt aber das ganz, ganz große Risiko, spätestens ab dieser Phase eben ist, ist, dass wir jetzt keine umstürzenden Einzelbäume haben, sondern wir haben jetzt zusammenbrechende Baumgruppen, beziehungsweise sogar schon einzelne Bestände, je nachdem. Das heißt, es kommt zu einem flächenmäßigen Umkippen von Wald. Und wenn man da drin steht, dann ist man tot. Wahrscheinlich. Kann man natürlich jetzt noch ein gewisses Maß an Glück haben, dass man in dem Moment irgendwie aus irgendwelchen Gründen doch nicht weder von Stamm noch von Ast getroffen wird und hockt dann, sollte das tatsächlich funktionieren, relativ sicher unter dem Mikado-Haufen sozusagen. Da kann einem dann nicht mehr viel passieren, weil was anderes drauffallen kann nicht, ist ja schon alles umgekippt. Und dann kann man abwarten, bis der Sturm vorbei ist. Dazu kommen wir dann aber später noch. Aber wahrscheinlich, also man soll es da ganz bestimmt nicht drauf anlegen, weil das überlebt man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Die Chance, dass man jetzt in so einen zusammenbrechenden Mikado-Haufen gerät, ist so hoch, würde ich sagen, dass wir jetzt bei 10-20% Wahrscheinlichkeit so einen Sturm dann halt eben nicht zu überleben sind. Wenn es 20% sind, ja, das ist ein Fünftel. Das ist also wirklich dann also echt eine Chance. Da gibt es gar nicht so viele Aktivitäten, die gefährlicher wären. Mal eben für einen sinnlosen Aufenthalt im Wald, Fünftel statistische Chance, ums Leben zu kommen, ist nicht so lustig, würde ich sagen. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Diese 10-20%, nochmal, ganz grober Schätzwert, ganz grober Schätzwert. Einfach nur, damit euch klar ist, es handelt sich hier jetzt nicht mehr um die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden oder ein Sechser im Lotto oder irgendwas Unwahrscheinliches, sondern jetzt echt schon Hausnummern, also große Hausnummern. Was macht man dann, wenn einem das jetzt klar wird? Man hockt im Wald und es wird einem gerade klar, was für ein Wind hier jetzt eigentlich aufgekommen ist. Also es ist Orkanstärke jetzt, so ungefähr um den Dreh. Spricht man von Orkanstärke, dann sollte man wirklich so schnell wie möglich irgendeinen Bereich aussuchen, der ein möglichst geringes Gefahrenrisiko mit sich bringt. Ich habe es ja schon gesagt, entweder sehr niedrige Dickungswald, Jungwald, große Lichtung. Diese beiden Möglichkeiten gibt's. Erreicht man sowas in näherer Zeit nicht, weil man sich zum Beispiel auskennt und weiß, in der Nähe ist sowas nicht, dann wäre jetzt noch sinnvoll, nicht groß im Wald rumrennen, weil, dass man dann irgendwie von irgendwelchen runterstürzenden Ästen halt schwer verletzt wird, dass einem die einfach auch vor die Füße fallen, man stolpert, man fliegt dumm hin, verletzt sich dabei schwer und so weiter. Das ist einfach keine gute Idee, jetzt panisch im Wald rumzurennen. Besser ist es, zeitnah irgendeinen kleinen, geschützten Rückzugsort zu suchen. Zum Beispiel, wer meine Videos zu Löchern im Wald verfolgt hat und zufällig weiß, wo das nächste Loch im Wald ist, in seinem Wald. Ein Loch ist in diesem Fall ein sehr, vergleichsweise sehr sicherer Rückzugsort, weil der Baum fällt ja über das Loch. Dass der Baum in das Loch, wenn das Loch hier unten wäre, reinfällt, das ist, wie soll das gehen? Das ist eher unwahrscheinlich. Wenn er mit der Krone auf das Loch fällt, dann haut es auch Äste unten rein. Aber das ist immer noch gesünder für denjenigen, der unten im Loch liegt, als halt eben stehend von der Krone umgehauen zu werden. Dass man, wie gesagt, das ist tödlich. Wenn es die Äste unten reinhaut, hat man vielleicht noch Glück, dass man nicht allzu sehr aufgespießt wird zum Beispiel. Also ist immer noch nicht lustig, wirklich nicht. Aber trotzdem, ein Loch, irgendeine Mulde, eine Vertiefung, je tiefer, je muldiger, je lochartiger, desto besser. Auch gerne was Kleines, dann sind die Chancen, dass da einfach irgendwas reingeworfen wird, reinfällt, halt nochmal geringer. Das wäre dann wirklich die nächste kleinräumige Struktur, die man zeitnah ansteuern sollte. Was man auf keinen Fall machen darf, in so einem Fall noch jetzt irgendwie auf Ausrüstung, Zelt abbauen oder irgendwie so ein Quatsch, das ist natürlich Blödsinn. Das ist jetzt wirklich akute Lebensgefahr in dieser Phase. Nochmal, Lichtung oder Deckung, wenn man da noch irgendwie hinkommen kann. Ansonsten in Deckung gehen, in irgend so einem Löchlein. Ja, und dann sind wir auch bei Stufe 5. 140 bis 220 km/h, und die 220 km/h ist nur eine theoretische Obergrenze. Es wäre mehr möglich, aber ungefähr irgendwo da dazwischen, zwischen 140 und 220, kann man davon ausgehen, dass kein Baum mehr stehen bleibt. Da bricht alles zusammen. Da kann eine 300-jährige Eiche umgebrochen werden, also einfach abbrechen. Klock! Da ist nichts mehr sicher. Wenn solche Böen, das tritt dann immer nur in Böen auf, das gibt es nicht als durchgehende Windgeschwindigkeit. Also im Regelfall nicht, vielleicht auch immer irgendwann, wissen wir nicht. Wetter ist ja potenziell grenzenlos, die Möglichkeiten, was da kommen kann. Aber bisher hast du das jedenfalls, sagen wir mal, selten bis gar nicht gegeben.
Und da so eine Böe dann halt wirklich kann alles abbrechen. Alles. Das hat man nach Lothar schön gesehen im Schwarzwald. Da gab es eben bis 220 km/h Spitze. Und wo das gewesen ist, da steht kein Baum mehr. Beziehungsweise stand kein Baum mehr. Jetzt stehen wieder welche. Das waren Bilder, da hast du wirklich das Heulen gekriegt. Ich habe da noch die Bilder ganz, ganz gut im Kopf. Ich habe ja dann später auch mal in solchen Beständen ein bisschen gearbeitet. Was ganz praktisch war, weil ich halt eben 1999 war ja Lothar, auch gesehen habe, Tabula rasa. Alles ein reiner Mikado-Haufen. Der ganze Berghang, wirklich hunderte von Hektar. Ein reiner Mikado-Haufen und dann später da drin gearbeitet. Das war schon interessant, als wieder Bäume da standen, wenn auch halt eben noch nicht besonders der alte. Jedenfalls gerät man in sowas rein, dann. Entweder hat man wirklich so diesen unwahrscheinlichen Fall, dass man da dann halt eben aus irgendwelchen Gründen nicht von dem Stamm getroffen wird und liegt dann unter dem ganzen Zeug, mit ganz viel Dusel tatsächlich unverletzt und kann dann warten, bis das ganze Mist vorbei ist, weil noch was umfallen kann nicht. Dann ist man eigentlich relativ sicher, falls man das überlebt. Und wenn nicht, dann wirklich irgendwo in der Mulde Schutz suchen. Da noch rumlaufen bei dem Wind ist auch schlicht und ergreifend dann irgendwann fast nicht mehr möglich. Also es gibt auch Maximalwindgeschwindigkeiten, bei denen man sich noch vernünftig fortbewegen kann. Also ab denen es nicht mehr möglich ist, so rum. Und da möchte ich jetzt eigentlich keine großartige Empfehlung mehr aussprechen. Also wenn man jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt nicht schon irgendwo in Sicherheit ist, dann kommt man jetzt da auch nicht mehr hin. Da kann ich es mir dann, glaube ich, mehr oder weniger sparen. Chance, das zu überleben. Da muss man es andersrum sagen. Da besteht eine Chance, das zu überleben, die sich so irgendwie auf 40% beläuft. Nicht eine Chance zu sterben von 40%, sondern die ist 60. Die Chance am Leben zu bleiben, vielleicht 40%, bei ganz, 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 ganz richtigem Verhalten und ganz rechtzeitig in Deckung gehen und so weiter und so fort. Ne? Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass wir so schlau waren, nicht bei so einem Wetter im Wald rumzurennen. Das heißt, wir waren zu Hause. Jetzt ist der Sturm vorbei. Jetzt möchten wir natürlich gucken, wie es der Wald aussieht. Da ist man selbstverständlich neugierig und will da gerne nachschauen. Doof ist jetzt nur, dass es da halt immer noch gefährlich ist. Weil es kann jetzt durchaus sein, dass Bäume in Schräglage liegen. Außerdem, der Sturm ist ja nicht völlig vorbei. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwie diverse Lüftchen. Also wir haben jetzt noch mal Stufe 1, irgendwie sowas von der Windgeschwindigkeit her. Und jetzt haben wir einen Haufen angebrochene Bäume, angeknackste Bäume, schräg stehende Bäume, halb ausgerissene Bäume und einen Haufen Äste, die so lose quasi noch an anderen Ästen dranhängen und bei jeder kleinen Bewegung quasi jederzeit runterfallen können. Worauf ich hinaus möchte, nach einem krassen Sturm ist es im Wald halt immer noch ein paar Tage lang durchaus gefährlich, bis alles, was noch irgendwann umfällt, tatsächlich mal umgefallen ist oder klar ist, dass das noch so lange steht, dass die Chance, dass es dann umfällt, wenn man gerade drunter durchläuft, wiederum relativ gering ist. So, das heißt, man sollte also je nach Stufe, die ich gerade beschrieben habe, so viele Tage mindestens noch aus dem Wald rausbleiben. Soll heißen, hatten wir einen Stufe 4 Sturm, dann bleibt man noch 4 Tage lang zu Hause. Ein Betreten des Waldes nach so einem größeren Sturm ist wirklich, wirklich auch noch mal richtig gefährlich. Das ist nicht so gefährlich wie beim Sturm selber. Und ich habe sowas auch schon gemacht, da war ich aber noch viel jünger und zu Recht noch ein wenig dämlicher. Inzwischen würde ich das auch nicht mehr machen. Und deswegen nerven mich solche Stürme jetzt auch sehr, weil ich halt dann die nächsten Tage wieder nicht im Wald kann, aus Sicherheitsgründen. Und das ist echt nervig, gerade für jemanden, der wirklich gerne und am liebsten jeden Tag im Wald rumrennt. Ich kann es nachvollziehen, aber man sollte wirklich nach einem Klasse 5 Sturm, einem Klasse 4 Sturm entsprechend dann. Na, besser wäre eigentlich eine Woche. Eigentlich. Insbesondere, wenn der Boden nass ist. Dann insbesondere, dann hängt lieber noch mal ein paar Tage dran, weil in dem aufgeweichten Boden, da kommt es viel einfacher zu irgendeiner Schräglage, dass man vielleicht auch gar nicht so richtig sieht, dass der Baum schräg ist. Oder man sieht es nur aus der entsprechenden Seite. Also wenn zum Beispiel ein Baum so gekippt dasteht, ne? Oder so schräg. Und jetzt komme ich aber von hier angelaufen und gucke da frontal drauf, dann sehe ich diese Krümmung unter Umständen gar nicht und laufe quasi auf den Baum zu, der gerade aussieht, in dem Moment, wo er umfällt. Buff.
Zum Beispiel, sowas ist gar nicht so unrealistisch und das kam jetzt auch mal hin und wieder durchaus vor. Die meisten Unfälle durch Sturm entstehen nämlich nicht während dem Sturm, da geht keiner raus, so doof ist kaum jemand, sondern hinterher, da gehen sie dann nämlich alle in den Wald und gucken. Auch für die Forstwirte, das ist so ziemlich das Gefährlichste am ganzen Beruf, dann Sturmholz aufzubereiten. Das ist nämlich das andere. Geht man dann irgendwann in den Wald, nachdem entsprechend viel Zeit rum ist, und da liegt noch ein Haufen umgefallenes Holz rum, diese Mikado-Häufchen, und steigt dann da drüber und schaut sich das an und klettert da rum, weil man es interessant findet, dann ist man auch wieder definitiv lebensmüde, weil das Holz steht unter wahnsinniger Spannung. Das kann durchaus sein, dass man da problemlos drüber stapfen kann. Das kann aber auch sein, dass diese kleine Berührung, diese, weiß nicht, wie viel Kilo man wiegt, meinetwegen 80, die da drüber stapfen, das kann wirklich der ausschlaggebende Faktor sein, der dafür sorgt, dass sich jetzt diese Spannung, die auf dem Stamm steht, entlädt und der Stamm haut einen dann quasi mit, weiß ich, von der Macht völlig zu Brei. Also da ist man wirklich nur noch ein Klumpen Biomasse, wenn einem dann so ein Stamm eben entsprechend erwischt. Ja, also macht euch da nichts vor, das überlebt man nicht. Das ist ein völlig unkalkulierbares, durchaus sehr hohes Risiko. Und das ist auch mit eine der Sachen, wo ein Haufen Forstwirte im Laufe der Zeit wirklich ums Leben gekommen sind beim Aufbereiten von eben solchen Sturmholz. Man muss da schon wirklich ganz genau wissen, was man tut. Und wirklich in der exakt, das ist wirklich wie Mikado, in exakt der richtigen Reihenfolge dann die Bäume quasi umsägen, beziehungsweise absägen und so weiter und so fort, dass man da das halt hinkriegt, ohne dass halt sich eben wegen so einer Spannung entlädt, beziehungsweise wenn sich eine Spannung entlädt, dann halt nur dann, wenn alle ganz, 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 ganz weit weg sind. Das ist also wirklich saumäßig gefährlich. Ich kann diesbezüglich sogar noch was aus meiner Jugend beitragen, weil ich bin da natürlich drüber gekraxelt nach Lothar, selbstverständlich. Man war ja doof und nur durch reinen Zufall habe ich das einfach überlebt, weil ich wollte zu meiner Waldhütte. Ich hatte das so eine ganz kleine, wirklich nur so ein A-Frame-Shelter, irgendwas in der Kategorie. Zu der wollte ich gerne und wissen, ob die noch steht, ob da ein Baum draufgefallen ist. Und ich musste quasi kilometerweit über zusammengebrochene Bäume kraxeln. Dass ich das überlebt habe, das ist reiner Zufall gewesen. Also, und irgendwann ist auch wirklich mal hinter mir der Stamm, auf dem ich wahrscheinlich kurz vorher gestanden bin, so 2, 3 Meter hinter mir, hat also ein Ast. Das war jetzt nicht direkt ein Stamm, ungefähr so dick vielleicht. Soweit ich das in Erinnerung habe, ist halt dann wirklich so, Dong! Also wirklich die Spannung hat sich dann entladen und der ist da hochgesaust. Das ging so schnell und mit einem riesen Lärm und ich habe einen anderen Rückweg genommen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich habe wirklich gerne, gerne einen anderen Rückweg genommen und wollte da dann nicht nochmal lang. Und das war auch das eine Mal, dass ich da halt mal drüber gekraxelt bin. Hätte mich der erwischt, ich wäre halt wirklich völlig hin gewesen. Lass das sein, das bringt's nicht. Es sieht zwar wirklich interessant aus, diese Mikado-Landschaft, aber das ist einfach zu gefährlich. Das kann ich nur nochmal betonen, dass das wirklich, wirklich keine gute Idee ist. Und wie gesagt, nach dem Sturm ein paar Tage aus dem Wald draußen bleiben. Besser eine Woche. 10 Tage ist auch nicht verkehrt. Insbesondere, wenn es jetzt noch viel geregnet hat, was es ja hat, dann ist 10 Tage echt wirklich kein Schaden. Also wenn ihr nicht darauf angewiesen seid, unbedingt in den Wald zu gehen, wenn ihr noch irgendeine andere schöne Route kennt zum Spazierengehen oder noch andere Hobbys habt, dann macht wirklich mal was anderes. Geht nicht in den Wald, das ist so scheiße gefährlich. Also kein schönes Thema diesmal. Vor Sturmwald oder Sturmwurfwald, Häufchen, Mikado-Häufchen, ne? Da darf man wirklich völlig zu Recht absolut durchaus Angst vorhaben. Vom Wildschwein braucht man nicht. Vorsicht ist angemessen, Angst ist völlig übertrieben. Aber da ist Angst durchaus angemessen. Also lasst das bloß sein. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es sei denn, ihr seid jemand, den ich überhaupt nicht leiden kann, dann viel Spaß. So. Und in diesem Rahmen möchte ich schließen und wünsche alles Gute und viel Spaß dann im Wald, wenn man da wieder gefahrlos rein kann. Macht's gut!